Mittwoch, 20.12.2017, 10.44 Uhr, Drucken Nutzungsrechte Feedback IF, Type of AD, gleich undefinit, AD.AD, Brandet-Schandl-Dieser, Uber wird in Europa nicht zu seinem ursprünglichen Geschäftsmodell zurückkehren können, Fahrten mit Privatleuten als Chauffeur zu vermitteln. Der Europäische Gerichtshof, EuGH, hat entschieden, dass Uber Verkehrsdienstleistungen erbringt und entsprechend reguliert werden muss. Damit wurde der Service rechtlich mit klassischen Taxidiensten gleichgestellt. IF, Type of AD, gleich undefinit, AD.AD, Outstream, IF, Type of AD, gleich undefinit, AD.AD, Mitte-1, Uber erbringe eine Verkehrsdienstleistung im Sinne des Europarechts, argumentierten die Richter. Es sei daher Sache der EU-Mitgliedstaaten, die Bedingungen zu regeln, unter denen solche Dienstleistungen erbracht werden. Uber sieht sich selbst nicht als Beförderungs-, sondern als Technologieunternehmen. Uber hatte den Dienst Uber Pop, bei dem Privatleute Fahrgäste beförderten, nach Rechtsproblemen bereits praktisch überall in Europa eingestellt. Aktuell arbeitet der Fahrdienstvermittler mit Fahrern mit Beförderungsschein oder Taxibetrieben. Die EuGH-Entscheidung geht auf ein Verfahren zurück, in dem ein spanisches Taxiunternehmen gegen Uber Pop vorging. Uber vermittelt über Smartphone-Apps Fahrten in verschiedenen Angebots- und Preisklassen. Das Unternehmen ist in Dutzenden Ländern und Hunderten Städten aktiv und vor allem etablierten Taxiunternehmen ein Dorn im Auge. IF, Type of AD, gleich undefinit, AD.AD, Mitte-3, am EuGH sind noch weitere Uber-Verfahren anhängig. In einem Streit zu Uber in Frankreich hatte ein Generalanwalt des Gerichtshofs im Juli die Ansicht vertreten, dass die Mitgliedstaaten die rechtswidrige Ausübung von Beförderungstätigkeiten im Rahmen des Dienstes Uber Pop verbieten und strafrechtlich ahnden könnten, ohne der Kommission den Gesetzentwurf zuvor mitteilen zu müssen. Ein Urteilstermin dazu steht noch nicht fest. In Deutschland hat der Bundesgerichtshof dem EuGH im Mai 2017 Fragen zur Zulässigkeit der Mietwagen-App Uber Black vorgelegt.